Deftige Erotik auf dem Dorf. Konstantin Wecker liest Oskar Maria Grafs bayerisches Dekameron. Und Malerei als Farborgie. Die sinnlichen Bilder des Schweizers Adrian Schies. Sofort in Capriccio. Es ist kalt, es ist windig, es ist nass. Doch seit über 6 Jahren graben 2 Hobbyarchäologen fast täglich in der Nähe von Freising am Ort einer zunächst nur vage vermuteten bronzezeitlichen Siedlung. Und plötzlich, Ende letzten Jahres... Bernstein. Ja. Bernstein. Ja, halt's gegen das Licht und man hat sofort gesehen, man sieht durch, es ist kein Stein, war da Bernstein. Siedlungen aus der Bronzezeit hat man in Bayern schon viele gefunden. Aber die 2 Bernsteine, die Traudl Bachmeier und Manfred Mosauer letzten November fanden, für die sie Kubikmeter Erde und Gestrüpp durchsuchten, diese 2 kleinen Bernsteine haben unser Bild von den Anfängen der Kultur in Bayern grundlegend verändert. Das war dann, ich würde mal sagen, da wie der Kater, die Stufen und die Blomben, also vom Grab des Tutanchamun. Da kam eine, das war eine, eine tausendste Sekunde, eine Erkenntnis unbeschreiblich. Warum lächelt er so rätselhaft? Was will er uns erzählen von einer Zeit, die 3,5 Jahrtausende zurückliegt? Der 2. Fund, ein Siegel aus leuchtendem Bernstein, löst das Geheimnis. Es trägt Schriftzeichen in Linea B und weist damit nach, dass es eine Beziehung zwischen Süddeutschland und dem antiken Mykene gab. Die Bernsteinfunde mit den darauf befindlichen Abbildungen, das Gesicht auf der einen Seite, die Schrift auf der anderen Seite revolutioniert unsere Kenntnis von der Bronzezeit im süddeutschen Raum, weil wir sie bisher in dieser Form nicht kannten. Wir kannten weder die Schriftzeichen, das ist das erste Mal in Mitteleuropa, dass sie hier zu sehen sind, und es ist auch die allererste Darstellung eines Gesichtes in einer Zeit, von der wir bisher angenommen haben, dass es eine abbildungsfeindliche Zeit war, aus der wir nur geometrische Muster haben. Und jetzt haben wir ein Gesicht, das uns lebendig anschaut, wie Agamemnon seinerzeit Schliemann. Die Spur führt nach Mykene, wo vor fast 4000 Jahren eine der ersten europäischen Hochkulturen existierte. Die Ausgrabungen Heinrich Schliemanns, das berühmte Löwentor und die Goldmasken der Atreiden erzählen von einer Kultur, die sich über schriftliche Zeugnisse und über Kunstwerke definierte, die noch heute von unergründlicher Schönheit sind. Und jetzt können wir davon ausgehen, dass auch das alte Bayern mit der mykenischen Kultur direkt in Beziehung stand. Hier, wo heute eine Kiesgrube klafft, war vor 3500 Jahren eines der Zentren einer Kultur, die erstaunlich hochentwickelt war. Die Menschen der Bronzezeit lebten in Siedlungen mit teilweise über 100 Holzhäusern. Sie betrieben Landwirtschaft, ernteten Weizen und Dinkel, hatten bereits Pflüge und Haustiere und gewannen aus dem Boden Metalle für Schmuck, Waffen und Werkzeuge. Die sogenannte Hügelgräberkultur, benannt nach der charakteristischen Form der gefundenen Gräber. Doch erst heute, nach den Bernsteinfunden, wissen wir, dass Süddeutschland direkt an einer der großen europäischen Handelsstraßen lag und dass die Menschen damals Kontakt hatten zu Händlern oder Gesandten aus Mykene, die die Schrift kannten und damit eine ganz neue, revolutionäre Form der Kultur. Natürlich stehen so sensationelle Funde zunächst im Verdacht, gefälscht zu sein, weil sie nicht ins herkömmliche Bild der Geschichte passen. Wir schauen hier bei der Auflichtmikroskopie insbesondere Werkspuren an, wie die Dinge gemacht sind, ob dabei originale Werkzeuge eingesetzt worden sind. Unter dem Mikroskop konnte man anhand der Arbeitsspuren nachweisen, dass die Bernsteine mit antiken Metallwerkzeugen bearbeitet wurden. Ja sogar, dass die Gravuren von einem Rechtshänder stammen. Durch einerseits naturwissenschaftliche Untersuchungen, andererseits durch Beurteilung der Schrift, also epigraphische Untersuchungen, der Beurteilung des gesamten historischen Hintergrundes, kann man heute wirklich garantieren, dass diese Stücke authentisch sind. Durch die beiden Bernsteine gewinnt noch ein anderer Fund aus der gleichen bronzezeitlichen Siedlung eine ganz unerwartete Bedeutung. Vor 2,5 Jahren fanden die gleichen Hobbyarchäologen einen sensationellen Goldschatz. Eine Krone, ein Diadem, Teile eines Gürtels. Insgesamt 21 Teile. Die
Aufgrund der Legierung wusste man nur, dass das Gold nicht von hier stammte. Doch erst jetzt, nachdem die Beziehungen nach Mykene nachgewiesen sind, kann man schließen, dass der Goldfund auch aus der mykenischen Hochkultur stammt. Was wir heute als geheimnisvolle Zeugnisse einer fernen Kultur bewundern, war offensichtlich für die Bronzezeit Ausdruck alltäglicher Handelsbeziehungen. Der Traum eines jeden Archäologen. Man steht an der Abraumhalde einer Kiesgrube und plötzlich sieht man zwischen herausgerissenen Baumstümpfen etwas blitzen. Die Goldfundstelle ist etwa 30 Meter jetzt westlich von diesem abgebackerten Rand. Und nach einiger Zeit war es dann so, nachdem mal wieder stärkerer Regen mal war, dass dieses Gold freigespült hat. Das lag ja eigentlich offen da. Und es war ein Goldblech. Es hat ausgeschaut wie der bayerische Gürtelpapier, ein goldenes, aber dann war es ein Blick. Gold und Bernstein. Es muss also ein reicher und mächtiger Herrscher gewesen sein, der hier, strategisch günstig, auf einem Hügel über der Amper, direkt an einer europäischen Handelsstraße gelegen, vor 3500 Jahren seine Burg errichtet hat. Diese Objekte sind so herausragend, dass sie in anderen Quellen wohl nicht vorkommen. Sie sind völlig singulär im süddeutschen Raum. Und ein anderer, wie ein hoher Herr, der etwas zu sagen hat und der seinen Mehrwert ja nicht aus der Landwirtschaft geschöpft hat, sondern wohl aus dem Handel. Vielleicht war es der Bernsteinhandel, vielleicht war es auch der Handel von Gold zu anderen Bekannten oder in dieser Schicht zu Sehenden, der dürfte eben hier durch das Ampertal gelaufen sein, aus dem Süden kommend hinauf in den Norden. Sie erzählen uns also die Geschichte einer ganzen Epoche neu, die beiden Bernsteine aus der Bronzezeit. Durch sie wissen wir von dem überraschenden Reichtum und dem kulturellen Austausch, in dem die Menschen der damaligen Zeit Bayern standen. Und sie erzählen uns auch, was Kultur für sie damals bedeutete. Allein durch ihr magisches Leuchten und ihre unermessliche, geheimnisvolle Schönheit.